Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Lars Reiter. Wir sind in Folge Nummer 30 von Graveyard Keeper. Ja, letztes Mal sind wir ein bisschen durch die Gegend gelaufen, haben geguckt, was es so Neues gibt, haben nicht alles vielleicht entdeckt oder so. Mal schauen, ob wir diesmal noch mehr sehen, aber wir wollen ja auch gucken, dass wir Geld machen. Und sag ich mal, nach dem Intro schauen wir da weiter rein, ne? Bis gleich. So, dann wollen wir mal gucken, wir das mit Pfeiltasten bewegen, ja. Dieser Raum war ja schon mal neu, ne? Was ist hier denn so mit Bauen möglich? Gewöhnliche Wände, Trautesheim. Ach, wir können das Heim hier ausbauen. Hatten wir schon geguckt. Wir haben hier Papier. Papier und Tinte, das war doch auch noch so ein Ding, ne? Blaue Farbe, ja. Tinte haben wir nicht. Wir müssten mal gucken, im Restaurant, in der Taverne waren wir. Da haben wir ja nach dem Papier geguckt. Und nach dem Typen geguckt, der Tinte und Papier haben will. Und da gehen wir doch jetzt mal hin und schauen. Gucken wir mal gerade hier, was können wir hier bauen? Und eine Kiste. Okay, das wollen wir nicht. Was ist in der Kiste drin? Hier ist das Haut. Da ist kein Papier drin. Ich weiß nicht, wo das Papier ist. Wir haben ja gerade eben gesehen, weil wir 30 Stück davon haben. Ich habe fast die Vermutung, dass ich das hier drüben liegen habe. Wir werden schauen. Nee. Das ist Bürgerzertifikat. Lass mal gerade hier schauen. Handmischer, Arbeitstisch, Alchemietisch, Stufe 1, Alchemie, Mühle. Okay. Warte mal. Wir haben keinen Glauben dabei. Den müssen wir mal gucken, dass wir den haben wir, glaube ich, oben bei unserem Bett im Schrank. Kann da sein. Den brauchen wir da, um dann weiter forschen zu können. Und hier ist Gary. Wir haben auch eine Leiche. Aber wir haben zwei Leichen da liegen. Okay. Vorbereitungsplatz. Den müssen wir unbedingt machen, damit unsere Leichen nicht hier so schnell vergammeln, ne? Wir brauchen Nägel und wir brauchen Balken. Wow, toll. Ein toller Tag für eine Bonusleiche. Ah, das ist jetzt unsere Errungenschaft. Moment, bewegt die sich etwa noch? Vielleicht ist der arme Kerl erst vor kurzem gestorben. Ich habe noch nie eine warme Leiche zerlegt. Den lasse ich lieber erst ein wenig abkühlen. Ich hole ihn mir dann später. Zerleg mich nie. Hilfe. Was? Du lebst ja. Okay, ich werde dir helfen, aber bleib ruhig, ja? Sonst geht das nicht. Und? Okay. So, das gehört zum DLC wohl. Puh, gut gemacht, Kumpel. Wo bin ich? Das ist hier dein Dorf? Das ist hier ein Dorf. Ja, aber du, wie bist du? Und dann bist du wohl der Wärter, ja? Und wir sind alle gerade in der Leichenhalle. Ja, aber weißt du? Keine Zeit, keine Zeit. Mein Name ist Eurik und das muss erstmal reichen. Ich stecke in Schwierigkeiten. Ich habe einen gruseligen Typen mit einer Narbe ein Wärterbuch abgekauft. In dem Buch steht, dass hier in der Leichenhalle eine verschlossene Tür ist. Du weißt bestimmt, wovon ich rede. Und da ist die Tür, ja. Jawohl. Wo ist die Tür? Gib mir den Schlüssel, Wärter. Ich weiß nicht, welchen Schlüssel du haben willst. Machst du Witze oder was? Nein, keine Witze. Todernst. Du weißt auch nicht, was für ein Buch hier habe? Nö, keine Ahnung. Ach, verdammt, dann hör es gut zu. Ich lese dir diese Stelle vor. Und ich klebte den Schlüssel mit Kaugummi an die Innenseite des Schädels. Ich habe keine Ahnung, was das für ein Schädel sein kann oder wo er sich befindet. Denn ich bin ja schließlich kein Friedhofswärter. Das ist deine Aufgabe. Finde und bringe mir den Schlüssel. Und was passiert dann? Oh, mach dir keine Gedanken um den Schlüssel. Ich schaue mich in der Zwischenzeit mal nach einem Schlüsselloch um. Okay, das ist ja jetzt nicht so schwer, Gary da. Du bist dran, ne, Gary. Versuch die Situation zu erklären. Ich sollte besser nicht den Schlüssel erwähnen, der in seinem Kopf steckt. Was machst du wieder für ein Gesicht? Was hast du vor? Ach, nichts, ich muss nur gerade an etwas denken. Das wäre dann ja das erste Mal. War nur Spaß. Also, was beschäftigt dich? Nun, ich habe hier gedacht, dass es dir bestimmt gefallen würde, mal geputzt zu werden. Was? Du warst doch bestimmt sehr lange am Boden vergraben. Und jetzt sitzt du hier den ganzen Tag zwischen den gammeligen Leichen rum und fängst dir Staub ein. Wie wäre es, wenn wir dich mal ein bisschen aufpolieren würden? Dann riechst du wieder gut, mit einer feinen Biernote vielleicht. Saat, daran habe ich ja auch noch nie gedacht. Du bist echt ein schlaues Kerlchen. Hast mich überzeugt. Neue Aufgabe. Besorg einen Krug Bier und etwas Sand vom Fluss. Fangen wir an.
Habe ich das schon? Nee. Wir mit Silber und Sand. Sand vom Fluss. Gehen wir. Gut, bis später. Okay, dann ist das geklärt, aber ich muss gerade noch diese Leiche da mal nehmen. Die hat schon wieder 4% verloren. Die machen wir gerade auf den Tisch. E. Autopsie. So, Blut entfernen wir definitiv. Warte mal, Leiche. 2, 3. Was ist das schon? Schlecht gammelig, ne? Wir machen mal das Blut. Nee, F war es nicht, E. So, da gab es einen Punkt für. Haben wir ein Blut erhalten. So, jetzt haben wir 1 und 4. Okay, das heißt, wir machen noch das Fett weg. Und auf geht's. Und dann ist die Leiche gut, oder? E. 0 und 5. Das ist doch geil, oder? Leiche nehmen. Die bringen jetzt auf den Friedhof. Haben wir schon ein Grab ausgehoben? Ich glaube nicht, oder? Ist ja auch nicht so schlimm. Kriegen wir auch noch einen hin. Oder hatten wir letztes Mal? Ne, ich glaube dieses Grab. Oder ist es doch da? Ne, ich glaube, das haben wir schon belegt, ne? Leiche ist da drin, aber mit einer 5 minus, alles klar. Qualität ist minus 15, na gut geklappt. Grabstätte. Machen wir die mal dahin. Ne, Escape wahrscheinlich. Nochmal Escape, ja. Ausgraben. Dann ist minus 2. Die Leiche nehmen. Bestatten. Plus 2. Also wir müssen noch beerdigen, begraben. Jetzt haben wir aber hier immer noch 15. Das ist so geblieben. Aber wir müssen ja auch noch gucken, dass wir das schick machen, ne? Grabstein haben wir nicht und Grabzaun haben wir auch nicht. Aber da können wir uns drum kümmern, dass wir das kriegen, ne? So. Ja, das ist schon mal gut so. Und da gibt es ja auch noch welche, die wir vielleicht fertig machen müssen, dass die schick sind. Hier unten, die Möhren fehlen, lassen wir mal weg, weil wir sonst zu viele Leichen hier haben. Die müssen wir erstmal zuschauen, dass wir die weniger werden. Und wir wollten ja noch Sand vom Fluss. Und was war das andere? Und ich hatte das Papier noch im Auge. Da ist Fett. Das kommt darüber und das Blut kommt auch darüber. Die Balken haben wir ja mit. Nägel sind zu wenig, okay. Ja, und wir müssen auch hier gucken, dass wir da nicht so schlechte Sachen haben, dass wir bessere haben, ne? Da fehlt uns auf jeden Fall das Eisen. Glas können. Ah, Flusssand haben wir sogar. Warte mal, wo ist denn der Flusssand dann? Okay, hier nicht. Doch, das ist ja Kiste. Warte, eine Kiste, wenn ich links gucke. Der ist Flusssand. Jetzt weiß ich nicht mehr, wie viel. Waren es 2? Ach, ich nehme 3 mit. Flusssand brauchen wir und Bier. Hier ist kein Bier. Bier wäre Nahrungsmittel, wäre vielleicht in der Kiste, wenn wir es haben. Hier haben wir nur Wasser. Okay. So, hier waren die anderen Sachen. Hier so Glauben haben wir da. Nehmen wir beide mit. Und wir können das alles untersuchen, ne? Inventar. Schmeiß das mal raus. Und nimm mal nicht beendet, Arbeitszimmer. Okay. Dann gehen wir auf den Tisch mal gerade mit dem Glauben und dem Herzen und schauen zu, dass wir das machen. Da ist unser Freund, den wir noch nicht angesprochen haben, weil wir zu wenig Glauben haben. Ich glaube, wir müssen hier oben an den Tisch und packen das Herz da rein. 2 von 3, shit. Gut. Das bedeutet, wir müssen da weiter forschen. Warte, wenn wir was anderes forschen, ist das teurer oder nicht?
Ah, das kostet nicht so viel. Aber das will ich nicht forschen, weil wir haben gerade gesehen, dass das bringt Blaues. Wir brauchen ja Blaues. Und hier ist nur Blaues das. Okay, das bedeutet hier wieder weg. Fertigen. Stift und Tinte. Federn brauchen wir und eine Tinte. Fertigen Kirchenarbeitstisch. Tinte ist hier. Da fehlt uns ein kegelförmiges Gefäß, Wasser und schwarze Farbe. Wo kriegt man schwarze Farbe her, ne? Papier haben wir ja schon gemacht. Wäre nur interessant zu wissen, wo die liegt. Hier nicht. Ja. Haben wir hier irgendwo noch eine Kiste? Ich glaube nicht, ne? Der steht da noch. Hier ist nix. Da ist auch nix. So, hier brauchen wir Planken. Ach, wir brauchen 12. Wir haben nur 8 und die Nägel brauchen wir. Gut, das bedeutet, wir gehen mal gerade hier hoch. Mal gucken, wo wir die Planken machen können. Mal das hier. Öl braucht man da. Okay, Holzmarkierung, ne. Hier liegen auch noch 1000 Sachen drin, die wir ganz gut gebrauchen können. Wir schmeißen das Herz raus und nehmen mal. Was brauchte man? Na, viele Dinge brauchen wir, ja. Hirn, Fleisch. Vielleicht sollten wir mal das Fett untersuchen. Gucken, ob das geht. Aber wir haben nur zwei Glauben, ne? Das ist alles hier Blaues, ne? Das müssen wir alles untersuchen. So. Hier war das nicht. War das hier? Nee. Hier war das. Dafür brauchen wir ein so ein Ding. Ist nur die Frage, ob wir das kriegen. Die spawnen ja mit der Zeit, stand da, aber nicht hier. Der geht nicht. Geht der da unten? Ja. So, jetzt müsste man nur. Jetzt sehe ich natürlich nicht. Ah, da ist er. Zum Glück. Jetzt habe ich es. Ich hoffe, das ist alles so richtig. Und da reingelegt und hier gearbeitet. Die Planken machen. Okay, Balken haben wir jetzt 6 Stück dazu gekriegt. Haben wir die auch alle mit? Ja. So, jetzt haben wir die Planken. Jetzt brauchen wir noch Nägel. Dafür brauchen wir Eisen. Haben wir aber nicht mehr. Glas, haben wir das schon produziert? Weiß ich nicht. Ne, Wasser haben wir nur einmal mit, aber können wir ruhig machen. Haben wir das hier drin irgendwo? Ich glaube nicht, ne? Ruiniertes Buch, du kannst noch etwas Papier rausgewinnen, okay. Torf, Hostien, Truhe, leeres Papier. Ah, kann auf dem Dingens für. Wir brauchen davon 10, ne? Aber ich glaube, wir können nichts tragen. Das ist unser Problem gerade. Und das wollen wir gleich testen. Ja, ich denke mal, wir können gerade das essen. Okay, ja, war richtig. Und was wollten wir jetzt mitnehmen? Das Papier und davon 10.
Okay. Und jetzt brauchen wir noch die Tinte. Ja. Hier sind auch noch Klamotten dran. Das leere Papier können wir dann abgeben schon. Ja. Die Tinte. Ich weiß nicht, wo wir die schwarze Farbe herkriegen. Das ist jetzt die Frage. Schwierig, ne? Da geht Schlange. Aber bestimmt ein Bier trinken, ne? Aber wir gehen erstmal zu dem Typen dahin und geben den erstmal schon einen Teil. Vielleicht kriegen wir eine neue Information. Gut, Papier, Papier, Papier ist eine Erweiterung der Poetenseele. Nee, es gibt nichts wirklich Poetisches an Papier. Hörst du sowas in deiner Kehle oder fertig sie einfach an? Ja, okay. Gut. Gib ihm Tinte. Frage, woher du Papier und Tinte bekommst. Ja, die Tinte fehlt mir noch. Oh, der ist da, der Dingens. Ah, ich hab. Kommt der oder geht der? Aber oh, wenn der geht, dann ist doof. Ich glaube, der geht. Wir sind zu spät. Die Nacht ist angebrochen. Welcher Tag kommt denn als nächstes dann? Ich glaube, der geht jetzt in die Stadt, ne? Ah, shit. Jetzt ist Sonntag, jetzt müssen wir predigen gehen, oder? Ja. Sonnenaufgang ist gefragt. Laufen wir mal schnell. Gucken, dass wir eine Rede halten. Mal gucken, er steht da auch. Ne, da war das nicht, das war hier, oder? Flüchtiges Gebet und flüchtiges Gebet. Nehmen wir mit. Hostien ist wohl für uns was zu essen, oder wie sehe ich das? Egal. Wir gehen jetzt in die Kirche und schauen, dass wir ein Gebet halten dann da. Da lang. Hier geht's hoch. Gehen hinter den Altar. Okay, das ist noch nicht verfügbar, aber das liegt daran, dass die Sonne noch nicht aufgegangen ist. Kann man hier irgendwas machen? Die Truhe, Kerzenständer. Können wir noch nichts basteln, aber wir müssen erstmal gucken, dass wir Geld kriegen. Hier ist nichts. Da ist auch nichts. Hier ist auch nichts. Wie gut ist die Kirche? Qualität plus 9. Okay. Hier müssen wir definitiv auch noch was ausbauen, ne? Gut. Ah, der Pfaffe kommt. Episkop. Erreiche 30 auf dem Friedhof. Erreiche 20 in der Kirche. Bring dem Fischer 4 gute Fischfilets. Du bist mein Retter. Ich hoffe, das klang jetzt nicht blasphemisch. Haha. Der Friedhof sieht gut aus. Der Kirche sieht gut aus. Handeln. Flüchtiges Gebet könnte ich kaufen. Und flüchtiges Gebet hat er auch da. Die Hostien habe ich. Ja, die kostet eins, ne? Die ist verdammt teuer, oder? Wofür brauche ich die? Das ist die Frage. Kann ich die dann hier aufstellen? Wahrscheinlich, ne? Wenn ich hier was bauen will, brauche ich eine Kerze wahrscheinlich. Wandleuchter. Kerzenständer. Aber dafür brauche ich das. Okay, das kann ich mir noch alles gar nicht leisten. Deswegen kaufen wir noch keine Kerze. Kerze, sage ich schon. Wähle eine Ressource. Oder muss da die Kerze rein? Okay. Ich werde es opfern. Auch wenn es viel Geld kostet. Zwei schaffe ich nicht, ne?
Nee, leider nicht. Okay. Ich hab doch hier das Geld, oder? Wieso geht das nicht? Das ist ja genau. Und ich möchte das kaufen. Ich habe keinen Platz. Da liegt es dran. Doch, Angebot abbrechen. Ja. Kann ich den Fisch essen? Ah, weißes Fischfilet, so ein Shit. Das kann ich jetzt mal gerade hier an der Seite legen. Ja, ich muss schnell was wegräumen. Ist keine Leiche da, das ist gut so. Ich hoffe, ich verpasse jetzt den Sonntag nicht. So, das ist erstmal gut. Platz ist frei. Schnell die Kirche zum Pfaffen wieder gehen. Kerze kaufen, Kerze aufstellen. Handeln, Kerze kaufen. Okay. Wo ist er? Da. Gut. Kirche gehen. An den Halter gehen. Verwenden, Kerze. Anfertigen. Kirche ist jetzt 10. Beten. Anfertigen. Jetzt kommen die Leute. Die Kerze brennt. Ich würde gerne ein paar Worte sagen. 2, 4, 6, 7, 8 Leute. Unsere Kirche ist klasse. Toll, toll. Jetzt lasset uns diesen Segen beten. 2 Stück gekriegt. Wäre schön, wenn es mehr gewesen wäre. Toll, toll. Okay. Nochmal. Super. Euer Spenden sind immer willkommen. 4 Segen. Das war schon nicht schlecht für uns. Kein Geld, kein Geld, kein Geld von mir, kein Geld von mir, kein Geld von mir. Shit, das ist aber doof. Das hätte ich noch gerne gehabt. Aber der 4 Segen, das ist schon mal viel wert für mich. Kann ich das jetzt ausmachen oder brennt die immer? Ich hoffe, die brennt immer. Okay, die Qualität haben wir gesteigert. Wir gehen jetzt erstmal in den Keller und schauen zu, dass wir hier mal gucken, dass wir hier das da reinstecken. Ah, es kostet nur einen Glauben. Untersuchen. Fett. Dieser Gegenstand kann zerfallen in Flüssigkeit. Okay. Wow. 20 Stück gekriegt. Super. Gibt es noch irgendwas? Das andere ist ja alles falsche Farbe sozusagen. Ich brauche die blaue. Das andere kann ich alles sein lassen. Gut. Sehr gut. Okay, dann würde ich aber auch sagen, machen wir erst hier wieder einen Cut. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.